So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind immer noch im Schattentempel und sind gerade in einem sehr, sehr doofen Raum mit Stacheln. Nichtsdestotrotz hat sich diese Tür geöffnet beim letzten Mal und jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier tun können, denn... Hier müsste es eventuell auch noch was für uns geben. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Fledermäuse, um die ich mich gerne kümmern würde. Bevor die zum Leben erwachen. So. Weg mit euch. Die Herzen nehme ich gerne, die hier liegen. Okay, dass die da sind, gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir arbeiten jetzt mal mit Donnerblumen mal wieder. Lange ist es her. Und genauso wie damals wegen dem Herzteil bei den Goronen. Einfach reinschmeißen. So. Dann sehen wir schon, dass hier unten ein Schlüssel gelandet ist. Yay, ein kleiner Schlüssel. Den nehmen wir mit. Und hier ist noch eine Skatulla. So. Nehmen wir doch gerne mit. So, mir fällt gerade noch was ein. Und zwar. So. Handy war noch auf laut, deswegen. Muss ich noch leise machen. So, wir verlassen den Raum. Kümmern uns. Obwohl, ich muss alle Fledermäuse töten. Okay, wo seid ihr? Ah, mein Gott, ich hasse sie. Ich hasse. Kein Gegner in diesem Spiel ist so nervig wie die Fledermäuse. Wirklich, kein Gegner ist so nervig wie die. Und dann geben sie einem noch nicht mal was. Das ist so ein bisschen nervig, die zu treffen. Ah, theoretisch muss ich es jetzt triggern. Irgendwie. Jetzt. Ja. Was soll ich da machen? Und ganz ehrlich. Navi, bitte. Wo ist das Vieh? Geht doch. Das ist super, ne? Man beginnt gerade eine Folge und hat gleich Stress mit Fledermäusen. Na egal. So, wir ziehen uns mit Hilfe des Enterhakens aus dem Auge der Wahrheit da hoch, um weiter zu kommen. Ach, die Steuerung. Die Steuerung ist manchmal echt für den Arsch, Leute. Die ist so empfindlich. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So. Hier brauchen wir eine der wenigen Stellen, wo wir mal die Eisenstiefel brauchen in diesem Dungeon. Deswegen. Nicht wundern. Aber man kommt auch relativ gut voran. Ja, komm runter. Ich hab dich schon längst gesehen, mein Kumpel. Weg mit dir. Ach, ich liebe das Bigeron-Schwert. Ne? Es war so eine gute Entscheidung, die Bigeron-Quest zu machen. So. Jetzt sind wir hier an Abgrund. Aber mit Hilfe des Enthakens können wir uns da festhalten. Genau, und hier runter. Ja, und so ist er runter. Ja, herab. Link. Nein. So, herab. Geht doch. So, wir müssen in diesen Raum da und wie gesagt, da wir hier sonst weggeweht werden.
sollten wir es vermeiden, vom Auge getroffen zu werden. So, gehen wir hier mal rein. So, in dem Raum selbst brauchen wir die Stiefel jetzt gerade nicht. Aber wir brauchen die Hymne der Sonne mal wieder. Nein. Okay. Willst du mich verarschen? Seit wann kannst du dich so schnell wieder bewegen? Nach der Hymne. Ist mir noch nie passiert. Ich spiele die Hymne der Zeit und der Typ bewegt sich einfach. So. Wir haben hier irgendwas gesehen. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Okay. Bin mir gerade nicht sicher. Navi, was sagst du dazu? Ich höre die Geister in diesem Raum flüstern. Sie flüstern mir zu. Jener, dessen Schritte heilig sind, mögen sich vom Wind treiben lassen. Er führt ihn über den verborgenen Pfad. Ja, aber trotzdem. Mir war so, als wenn hier irgendwas angezeigt worden wäre. Als ich das Lied gespielt habe. Ich spiele es nochmal, aber... Okay, passiert nichts. Auf der Karte ist auch keine Kiste mehr verzeichnet. So, wir sollen uns vom Wind tragen lassen. So, die Sache ist halt die, ich werde jetzt erst diese Schuhe anziehen. Feuer, lass mich in Ruhe. Ist mir gerade egal. Genau, hier rüber. Jetzt wechseln wir zu den Gleitstiefeln mal wieder. Genau. Und so kommen wir hier rüber. Oh nein. Mumien. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, dieses Lied wurde noch nie so oft benutzt in diesem Dungeon, so wie ich das tue. So. So. Sehr gut. Eine kleine Kiste. Nehmen wir gerne. Wird wahrscheinlich ein kleiner Schlüssel drin sein. Oder auch nicht. Die Sache ist, hier gibt es halt noch eine Truhe. Und zwar, wenn man sich hier hinstellt und mal wieder die Items wechselt, weil man eine Bombe braucht, dann müsste hier eine Kiste auftauchen. Die man nur sieht, wenn man das Auge der Wahrheit hat. Alles klar, da ist der Schlüssel. Das sind so kleine, fiese Sachen von den Entwicklern. So, dann können wir jetzt weiter. Also, wir sind hier schon. Ja. Ziehen wir einfach mal den... wartet mal. Bevor ich den da reinziehe... So, weil da oben ist nämlich eine Skutulla. Ist halt die Frage, ob man sich da irgendwie ranziehen kann von der anderen Seite. Weil ich weiß, dass wenn ich den Weg dort hochgehe, kommen wir in den einen der ersten Räume. Und diese ersten Räume sind halt ein bisschen nervig, weil der Stein sich dann wieder zurücksetzt und wir dann nicht wieder zurück können. Das habe ich erst letztens bei einem Kollegen gesehen, und zwar bei Gaming Dan. Der macht ja die 3DS-Version von Ocarina of Time zurzeit. Und der hatte
dann das Problem, dass er nochmal durch den kompletten Tempel rennen musste, weil er da runtergegangen ist. So, die Sache ist halt die... Ich würde ganz gerne mal eine bessere Ansicht haben. Da ist die Skulptur. Kann man sich da irgendwie ranziehen? Okay, ich vom Schiff. Wir sollen ja hier aufs Schiff. Aber ich erkenne nichts. Also, können wir gucken, ob wir uns die Skulptur so holen können. Das wäre halt schon nice. Aber der Endhaken reicht nicht so lange, ne? Doch, tut er. Gerade so. Gerade so. Wahrscheinlich soll man das anders machen, aber ich weiß nicht wie. So. Egal, wir haben die goldene Skutula. Und ich muss mal gucken. Allzu viele dürften es nicht mehr sein. Weil wir haben halt auch nicht mehr so viele Räume. Wie ihr seht, hier haben wir nur einen Ort nicht besucht. Vielleicht kommt das noch. Dann hier alles erkundet. Hier jetzt auch fast alles. Und dann hier halt noch jetzt das Ende. Muss mal gucken, ob wo da noch was ist. Aber ich bin mir fast sicher, dass nicht mehr allzu viel auf uns wartet. Ich würde sagen, wir machen jetzt diese kleine Bootsfahrt mit. Und das machen wir am besten mit der Ocarina. Oder triggern das mit der Ocarina. Denn wie immer, Zeldas... Ja. Nein. Zeldas Wiegenlied. Ich hoffe, es war das. Aber ich bin mir eigentlich sicher. Genau. Dann fahren wir nämlich mit dem Schiff los. Eine sehr coole und komische Szene. Na komm. Ja. Greif's doch mal an. Okay, da ist schon der nächste. Das ist nämlich so das Ding. Komm her. Doch an. So. Es tauchen meines Wissens nach nur zwei auf. Und ich glaube, wir müssen hier auch gleich schon runter. Und deswegen ist das Mygeron-Schwert hier halt auch einfach super, weil man nicht so ewig mit den Stahlfaust rumhampelt. So. Einmal hier runter, weil das Schiff wird gleich runtergehen. Das zeige ich euch noch. So. Da hält es dann an. Und dann Link. Das Schiff sinkt. Spring ab. Rette dich auf festem Boden. Weil ansonsten ist man RIP. Naja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt in einem neuen Gebiet des Dungeons. Und ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt schon mal. Und eventuell könnten wir schon in der nächsten Folge dem Boss begegnen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden es dann erfahren. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr die Folge gesehen habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder, wenn ihr denn Zeit und Lust habt. Also macht's gut und bis dann.